1927. In den Münchner Neuesten Nachrichten erscheint ein umfangreicher Artikel, der das kleine oberpfälzische Dorf Konnersreuth in das Licht der Weltöffentlichkeit rückt. Weltbekannte Presseorgane nehmen sich der Sache an. Im Mittelpunkt des Interesses steht eine einfache Bauersfrau, Therese Neumann. Von ihr wird berichtet, dass sie die Wundmale Jesu trägt und Freitag für Freitag das Passionsgeschehen erlebt. Noch mehr bestürzt die Feststellung, dass sie außer der täglichen Heiligen Kommunion keinerlei Nahrung zu sich nimmt. Über 35 Jahre halten die Phänomene an. Als Therese Neumann 1962 stirbt, haben sie Abertausende persönlich kennengelernt und sie in ihrem Freitagsleiden erlebt. Unzähligen ist sie zum Zeugnis einer anderen Wirklichkeit geworden. Anderen bleibt sie ein Mirakel, ein Widerspruch zu ihrem naturwissenschaftlichen Denken. Wer war diese außergewöhnliche Frau? Konnersreuth, ein kleines Dorf bei Waldsassen im Nordosten Bayerns, nahe der tschechischen Grenze. Das raue Klima prägt die Menschen, Kleinbauern, die hart arbeiten. Nur einige Wallfahrtsorte durchbrechen die karge Landschaft. Hier wird Therese Neumann, genannt Resel, am 8. April 1898 geboren. Die Eltern leben bescheiden. Der Vater ist Schneider, die Mutter besorgt die kleine Landwirtschaft. Resel ist das erste von 11 Kindern. In der Schule ist sie fleißig. Ihre Hefte zeugen von einer klaren Ausdrucksweise. Ihr Abschlusszeugnis ist überdurchschnittlich gut. Schon früh sorgt sie für die kleinen Geschwister und trägt zum Unterhalt der Familie bei. Als 12-jährige Schülerin arbeitet sie am Nachmittag auf dem Gut Fockenfeld. Mit 14 Jahren geht sie als Magd ins Nachbaranwesen Kaulenzen, eine Schankwirtschaft mit verhältnismäßig großer Landwirtschaft. 16 Stück Vieh sind zu versorgen und 60 Tagwerk Grund sind zu bearbeiten. Ihr Verdienst im Jahr beträgt 75 Mark, 4 Sack Kartoffeln, 2 Schürzen, 1 Liter Schmalz, zusätzlich zur Kirchweih 1 Mark. Resel ist eine kräftige junge Frau, der keine Arbeit zu viel ist. Auch zentnerschwere Säcke zu schleppen macht ihr nichts aus. Als die Männer mit Beginn des Ersten Weltkrieges eingezogen werden, führt Resel allein die gesamte Landwirtschaft ihres Dienstherren. Mit ihrem Lohn hat sie etwas Besonderes vor. Sie spart für die Aussteuer zum Klostereintritt als Missionsschwester. Der Krieg macht diesen Traum zunächst zunichte. Der Vater muss ins Feld, die Familie braucht ihre Unterstützung. Resel verspricht, mit dem Klostereintritt bis Kriegsende zu warten. Im März 1918 bricht in der Nachbarschaft ein Feuer aus. Resel beginnt sofort mit anderen den Brand zu bekämpfen. Auf einem Hocker stehend hebt sie einen Wassereimer nach dem anderen etwa 2 Meter hoch zum Dienstherrn, der das Wasser gegen die Flammen schüttet. Nach etwa 2 Stunden durchzuckt sie ein Schmerz im Rücken. Sie stürzt beinahe, kann nicht mehr weitermachen. Gestützt und völlig durchnässt wird Resel in ihr Elternhaus gebracht. Auch nach einigen Tagen im Bett kann sie sich nur unter großen Schmerzen bücken. Resel nimmt wenig Rücksicht auf ihren Zustand. Als sie versucht, einen Sack Kartoffeln aus dem Keller zu tragen, stürzt sie rücklings die Treppe hinab. Blutend und ohnmächtig wird sie gefunden. Ständige Schmerzen fesseln sie fortan an das Bett. Auch ein 7-wöchiger Krankenhausaufenthalt in Waldsassen bringt ihr keine Besserung. Krämpfe kommen hinzu, Lähmungen treten auf. Resel wird zum Pflegefall. Eines Tages bemerkt sie ein Flimmern vor den Augen. Resel kann die Zimmereinrichtung nicht mehr klar erkennen. Sie erblindet.
Obgleich sich die Eltern aufopfernd um sie kümmern, bedrückt es die Resel, dass sie der Familie zur Last fällt und selbst nichts mehr tun kann. Besonders schwer fällt es ihr, auf das Berufsziel, Missionsschwester zu werden, verzichten zu müssen. Ihren Humor kann ihr auch die Krankheit nicht rauben. Gerne besuchen die Connersreuther die Kranke, ihr Ratschlag ist gefragt. Auch die kleinen Brüder und Schwestern spielen gerne an ihrem Bett. Die Älteren lesen ihr vor. Besonders lieb ist ihr ein Buch von Theresia von Lisieux. Schon 1914 hat ihr der Vater ein kleines Bildchen der Karmelitin geschenkt. Während ihrer Krankheit fasst sie ein besonderes Vertrauen zu ihr. Täglich betet sie ein Gebet für ihre Seligsprechung. Am Morgen des 29. April 1923 versetzt Resel ihre Familie in Staunen. Als ihre Mutter das Zimmer betritt, sagt sie: Mei Mutter, seid ihr aber grau geworden. Resel kann wieder sehen. Wie später festgestellt wird, geschah dies am Tag der Seligsprechung der kleinen Theresia von Lisieux. Ihre anderen Leiden bleiben. Ab 23 ist ihr Zustand immer noch schlechter geworden. Es hat riesige Aufliegewunden gegeben, mit Eiterungen und Geschwüren am Rücken, handtellergroße Aufliegewunden. Ich weiß noch, wenn die Wiesel aus dem Bett rausgeholt wurde und wir kleine Geschwister waren im Zimmer, sind wir gerne ausgerissen wegen des üblen Geschmacks von der Eiterung. Am 17. Mai 1925 hören die Eltern Resel laut rufen. Sie eilen in ihr Zimmer. Doch Resel ist nicht wie erwartet aus dem Bett gefallen. Mit nach vorne gestreckten Armen sitzt sie aufrecht im Bett. Der Vater spricht sie an. Doch sie reagiert nicht. Stattdessen blickt sie strahlend auf einen Punkt und murmelt Unverständliches. Sie sieht ein Licht, hört eine Stimme. Resel, willst du wieder gesund werden? Resel antwortet: Mir ist alles recht. Leben, sterben, gesund sein und krank sein, was der liebe Gott will, der versteht's am besten. Die Stimme aus dem Licht sagt darauf: Du darfst heute eine kleine Freude erleben. Du kannst dich aufsetzen. Probier's einmal. Ich helfe dir. Bei diesen Worten merkt sie, wie sie an der rechten Hand gezogen wird. Dabei verspürt sie einen heftigen Schmerz im Rücken. Die Stimme spricht erneut zu ihr. Aber leiden darfst du schon noch viel und lange, und kein Arzt kann dir helfen. Nur durch Leiden kannst du deine Opfergesinnung und deinen Opferberuf am besten auswirken und dadurch Priester unterstützen. Durch Leiden werden mehr Seelen gerettet als durch die glänzendsten Predigten. Ich habe es früher schon geschrieben. Resel kann aufstehen. Gestützt geht sie durch ihr Zimmer. Es ist der Tag der Heiligsprechung der kleinen Theresia von Lisieux. Resel erzählt Pfarrer Josef Naber von der Stimme aus dem Licht. Als er daraufhin im Schrifttum der Therese von Lisieux nachschlägt, findet er die Stelle in ihrer Briefsammlung. Für Resel steht damit fest, dass die Stimme, die zu ihr sprach, die der kleinen Theresia war und dass sie ihr geholfen hat, wieder zu gehen. Nach 6-jähriger Krankheit ist Resel geheilt. Langsam kann sie ihr normales Leben im Kreise der Familie wieder aufnehmen. Emsig arbeitet sie wieder mit im Haus, in der Landwirtschaft, im Garten. Am 4. März 1926 wirft ein neues Ereignis das Leben der Resel aus den Bahnen. Es ist ein Donnerstag. Resel liegt in ihrem Bett. Plötzlich sieht sie Jesus am Ölberg, umgeben von 3 schlafenden Jüngern. Jesus blickt sie an. Dabei spürt sie einen stechenden Schmerz in der Herzgegend. Warmes Blut tritt aus. Resel gibt sich Mühe, die Veränderungen an ihrem Körper geheim zu halten. Sie will die Eltern nicht erneut beunruhigen. Als am Freitag vor der Karwoche auch auf ihrem Handrücken eine offene Wunde auftritt, ist das Bluten derart stark, dass sie es nicht mehr verbergen kann.
In der Karwoche des Jahres 1926 erlebt und durchleidet Resel zum ersten Mal am eigenen Körper in über 30 einzelnen Visionen die Leidensgeschichte Jesu, vom Ölberg bis zum Tod am Kreuz. An ihrem ganzen Körper sind nun die Wundmale Christi sichtbar. Blut tritt aus den Stigmen. Dieses Blut trocknet in den Ruhephasen zwischen den Visionen ein. Bei der nächsten Vision fließt erneut Blut über die angetrockneten Blutbahnen. Das war wirklich echtes Blut. Und wenn ich sage, es sah vielleicht etwas durch Lymphe, also serös, verdünnt, dann ist das vielleicht nur so ein Eindruck prima vista gewesen. Aber es war Blut. Das sehen Sie ja auch an den Binden, die auch dort lagen und die das Blut ja aufnahmen. Und sie musste erhebliche Blutmengen verloren haben. Die Eltern rechnen beim Anblick ihrer Tochter mit ihrem Tod. Sie holen den Pfarrer, der schreibt in sein Tagebuch: Sie lag da wie ein Marterbild, die Augen von Blut ganz verklebt, zwei Streifen Blut über die Wangen, fahl wie eine Sterbende. Bis um 3 Uhr, der Todesstunde des Heilands, rang sie in furchtbaren Todesqualen. Ärzte stellen in den folgenden Jahren fest, dass ihr Herzschlag für einige Minuten aussetzt, nach dem Tod Christi am Kreuz. Von dem Durchlittenen ist Resel derart erschöpft, dass sie in einen tiefen Schlaf fällt, der bis Sonntagmorgen dauert. In der Frühe des Ostertages sieht Resel die Auferstehung. Wie gelöst geht sie aus dem Erlebten hervor. Da sie aber noch zu geschwächt ist, um selbst in die Kirche zu gehen, bringt ihr der Pfarrer in den Morgenstunden die heilige Kommunion. Obwohl Resel ihre Kräfte wiedererlangt hat, bleiben die Wunden offen. Der Arzt versucht, sie mit Salben zu heilen. Unerträgliche Schmerzen zwingen zum Abbruch der Behandlung. Nach 14 Tagen verschließen sie sich mit einer leichten Haut. Die Stigmatisierung von Therese Neumann ist kein Einzelfall. Seit den Tagen des heiligen Franziskus von Assisi, der im 13. Jahrhundert lebte, sind bis heute etwa 300 Fälle bekannt. In jüngster Zeit hat der 1968 verstorbene Italiener Pater Pio Aufsehen erregt. Das Phänomen Therese Neumann sorgt für Aufregung. Pfarrer Naber, der die Resel seit 1909 kennt, verfasst einen Zeitungsartikel, um die Gerüchte einzudämmen. Konnersreuth wird zum Anziehungspunkt. Bis zu 200 Leute täglich kommen schon wenige Wochen nach den ersten Ereignissen. Dieser Massenandrang war für die Resel etwas Furchtbares und sie hat oft unter Tränen gesagt, ich bin ja gern bereit für den Heiland zu leiden, aber er sollte dann nicht diese äußeren Zeichen geben, wo die Leute ihm aus Sensationslust zu mir kommen. Mit dem Bekanntwerden der Phänomene werden auch die ersten Kritiker auf den Plan gerufen. Von Täuschung ist die Rede, davon, dass es sich bei den Blutungen um Stierblut handeln könnte. In einem Brief drohten Unbekannte, das Haus der Neumanns anzuzünden und den Pfarrer zu lynchen, wenn der Schwindel kein Ende nehme. 1927 sieht sich auch die kirchliche Behörde herausgefordert zu reagieren. Besucherscheine werden ausgestellt. Einerseits, um den Massenbesuch einzudämmen. Andererseits sollen Menschen dennoch Gelegenheit haben, das Leiden der Resel mitzuerleben. Resel wird deshalb angewiesen, die Freitage in Konnersreuth zu verbringen. Darüber hinaus soll auf Anordnung des Ordinariats Regensburg der Fall auf das Genaueste untersucht werden. Besonders die nun schon seit über einem Jahr währende Nahrungslosigkeit scheint unglaublich. Unter Leitung von Dr. Seidel aus Waldsassen und Professor Ewald aus Erlangen wird eine Untersuchung im Elternhaus angeordnet.
Vier vereidigte Krankenschwestern überwachen die Resel in ihrem Zimmer rund um die Uhr. Alles wird aufgeschrieben, gewogen, gemessen, untersucht. Das Ergebnis? Es konnte nicht die geringste Nahrungsaufnahme festgestellt werden. Da ein Mensch ohne Aufnahme von Nahrung und Flüssigkeit nach 11 Tagen stirbt, wird die Untersuchung nach 14 Tagen beendet. Resel selbst erklärt 1953 unter Eid, dass sie seit 1926 weder Nahrung noch Flüssigkeit zu sich genommen hat. Medizinisch lässt sich die Nahrungslosigkeit nicht erklären. Wenn man Therese Neumann gefragt hat, wovon sie eigentlich lebt, dann hat sie nicht gesagt, ich lebe von nichts, sondern immer, ich lebe vom Heiland. Und wenn das stimmt, dass sie 36 Jahre lang ohne Nahrung gelebt hat, dann wäre das ein Beweis für die Wahrheit des Wortes Jesu, mein Fleisch ist wahrhaft eine Speise. Während sich die Presse in immer neue Spekulationen versteigt, können sich Einzelne ein umso genaueres Bild von der Resel machen. Schon nach den ersten Visionen berichtet sie, dass sie die Sprache der handelnden Personen nicht verstehe. Als der Alttestamentler Professor Wutz, Eichstätter Hochschullehrer und Spezialist in semitischen Sprachen, davon hört, fährt er nach Konnersreuth. Professor Wutz gewinnt das Vertrauen der Resel. Und es gelingt ihm, die fremden Worte festzuhalten. Nach eingehender Prüfung stellt er verblüfft fest, dass es sich tatsächlich um Aramäisch, die Mundart Jesu, handelt. Der Regensburger Bischof Buchberger beauftragt den Bruder der Resel, die Ereignisse zu dokumentieren. Zunächst mit sehr dürftigen Apparaturen versucht er akribisch, ihre direkt nach einer Vision gegebenen Eindrücke festzuhalten. Auf diese Weise entstehen große Mengen Dokumentationsmaterial. Also ich habe hier mit diesem Gerät versucht, alles, was die Resel von sich nach den Visionen gegeben hat, was sie geschildert hat, hier auf den Platten festzuhalten. Es hatte damals keine Möglichkeit gegeben wie heute, dass man mit einem Handmikrofon alles aufnehmen konnte. Nicht nur die Passion, auch andere Begebenheiten aus dem Leben Jesu oder aus dem Leben der Heiligen schildert Resel nach ihren Visionen. Die dabei gehörten Sprachen kann sie mechanisch wiedergeben, ohne sie selbst zu verstehen. Aramäisch, Griechisch, Hebräisch, Portugiesisch, Französisch. Einmal sagt sie: Warum sprechen denn die so olber? Die könnten doch auch so sprechen, damit ich sie verstehen könnte. Neben den umfangreichen Tonaufzeichnungen geben vor allem die Filmaufnahmen ihres Bruders Ferdinand, die dieser ab 1928 durchführt, einen Einblick in den Ablauf von Resels Visionen. Bei den Visionen, wie hier am Karfreitag, ist Resel mitten im biblischen Geschehen, jedoch nicht wie ein Zuschauer in einem Film. Sie fühlt Hitze und Kälte, nimmt verschiedene Gerüche wahr, empfindet Schmerz, hört, wie dort gesprochen wird. In diesem Zustand ist Resel völlig unansprechbar, unempfindlich gegenüber Berührungen. Selbst die starken Scheinwerfer, die der Bruder Ferdinand bei den Filmaufnahmen auf sie richtet, bemerkt sie nicht. Nach den Visionen, wenn ich irgendwie meine Scheinwerfer eingeschaltet habe, ich habe damals 3, 4 Scheinwerfer gebraucht immer, da hat sie sich dann aufgeregt und hat dann irgendwie Augen verschlossen. Sie hat sie geblendet. Während der Vision konnte ich 3, 4 Scheinwerfer am Freitag zum Beispiel direkt auf ihr Gesicht einstellen. Ohne eine Reaktion von ihr.
Nach den Schauungen sinkt Resel in sich zusammen. Auch Pfarrer Naber, der sie hier nach einer Vision im Pfarrgarten stützt, versucht sie immer wieder nach den Visionen über das Geschaute zu befragen. In diesem Zustand ist sie erregt, aber ansprechbar. Die Beschreibungen, die sie so befragt abgibt, sind so detailliert, dass es gelingt, Skizzen anzufertigen. Die Visionen treten spontan auf. Bei Gesprächen, bei einer Autofahrt, während eines Spaziergangs, bei der Arbeit. Einmal ist ihr Bruder mit der Kamera sogar Zeuge, wie ihr dabei ein kleiner Junge vom Schoß fällt. Da sie auch bei heiligen Messen in Ekstase gerät, wird ihr hinter dem Altar ein eigener Stuhl eingerichtet. Durch diese Sakristeitüre hinter dem Hochaltar in der Pfarrkirche in Konnersreuth hat Therese Neumann meist die Kirche betreten, wenn sie zur heiligen Messe gekommen ist, um hier dann in diesem Stuhl Platz zu nehmen und der heiligen Messe beizuwohnen. Andererseits war sie auch geschützt vor den Leuten, denn gerade bei der heiligen Messe kam sie oft in die Ekstase bei der heiligen Wandlung und bei der heiligen Kommunion. Und das hätte natürlich dann Aufsehen erregt bei den Leuten. Die Kirche von Konnersreuth ist Resel nicht nur ein Ort des Gebetes. Mit großem Geschick kümmert sie sich um den Altarschmuck. Ein eigener kleiner Garten am Rande von Konnersreuth, den sie mit großer Liebe angelegt hat, liefert ihr die Blumen. Resel ist auch dafür bekannt, dass sie Besucher gerne in ihre Arbeit mit einbindet. Auch Ministranten sind ihr willkommene Gehilfen. Die Bildnisse in der Konnersreuther Pfarrkirche veranlassen manche zu dem Verdacht, die Visionen der Resel entspringen nur ihrer Fantasie, genährt von den Bildern, die sie seit ihrer Kindheit durch ihre religiöse Erziehung aufgenommen hat. Angesprochen darauf, sagt sie einmal beim Gang durch die Heimatkirche zu Professor Wutz, dass die Bilder nur wenig Ähnlichkeit mit dem von ihr Geschauten haben. Viele Details ihrer Visionen decken sich nur wenig mit traditionellen Vorstellungen. Das Kreuz Jesu schildert Resel entgegen geläufiger Kunstdarstellung als ein Y, bestehend aus einem ungeschälten Baumstamm und zwei behauenen Balken. Nach der Beschreibung der Resel wird Jesus, nachdem er auf dem Kalvarienhügel angekommen ist, zunächst in ein altes Grab gestoßen, wo er auf einem Stein sitzend betet. Nachdem das Kreuz von Zimmerleuten zusammengefügt ist, wird Jesus geholt und auf das liegende Kreuz gezerrt. Die Umrisse seines Körpers werden mit Kalkstein angezeichnet, dann wird er wieder in das Loch gebracht. Aus dem Kreuzesstamm werden daraufhin drei Mulden gestemmt. Eine für den Kopf, eine für das Gesäß, eine für die Fersen. Als man Jesus erneut auf das Kreuz legt, wird er zunächst daran angebunden. Sie zerren an seinen Armen und knien darauf. Dann schlagen sie die Nägel durch die Handgelenke. Von Schmerz durchzogen, zieht Jesus die Beine an. Resel hört dabei die aramäischen Worte Tepuchu, Tepuchu, zu Deutsch Schlag zu, Schlag zu. Dann durchbohren die Folterknechte einen Fuß mit einem Nagel und ziehen diesen wieder heraus. Er dient nur zum Vorbohren. Einen Fuß über den anderen gedreht, wird er dann mit einem größeren festgenagelt. Resel beschreibt, wie ihr das Donnern der Schläge durch Mark und Bein geht. Jeden Freitag, jedoch nicht in den Festzeiten des Kirchenjahres, wie die Oster- und Weihnachtszeit, wiederholt sich das Geschehen vor den Augen der Resel.
Bis zu ihrem Tod im Jahre 1962 erlebt sie es etwa 780 Mal. Menschen, die sich zunächst nur für das Phänomen Therese Neumann interessierten, entwickeln vielfach eine Freundschaft zu ihr und nicht selten verändert sich dadurch auch ihr Leben. Einer unter ihnen ist Fritz Gerlich, Chefredakteur der Münchner Neuesten Nachrichten. Nachdem der in seiner Zeitung erschienene Artikel über die Resel derart für Furore sorgte, entschließt sich Gerlich selbst, wie er sagt, dem Schwindel von Konnersreuth auf die Spur zu kommen. Ab September 1927 weilt er immer wieder in Konnersreuth. Aus dem Skeptiker wird bald einer der beeindruckendsten Zeugen der Ereignisse, die er in einem zweibändigen Werk einer immer größer werdenden Öffentlichkeit vorlegt. Gerlich, vorher Calvinist, ist von seinen Erfahrungen mit der Stigmatisierten so angerührt, dass er sein Leben ändert, konvertiert, um schließlich im Beisein der Resel die erste heilige Kommunion zu feiern. Mit dem Machtwechsel in Deutschland bekommt auch das Leben der Neumanns eine neue Wendung. Ab 1933 wird Resel überwacht. Das Elternhaus wird durchsucht. In der Nazi-Presse erscheinen hämische Artikel über die Resel. Dennoch gelingt es den neuen Machthabern nicht zu verhindern, dass Konnersreuth zu einer Zelle des Widerstandes wird. Resel ermutigt immer wieder Menschen aus ihrem Bekanntenkreis, sich den Nazis zu widersetzen. Fritz Gerlich gründet dazu sogar eine eigene Zeitung. Die Resel hat sich dann dafür eingesetzt, dass Gerlich eben diesen politischen Kampf führt. Und hat ihn immer wieder aufgefordert, dieser politische Kampf sei ganz notwendig, der müsse von allen Seiten unterstützt werden. Resel hält sich zwar zurück, was Aussagen über das Schicksal Deutschlands betrifft, doch direkt nach dem Empfang der Heiligen Kommunion erhält sie Hinweise, die für das Leben mancher Menschen entscheidend werden. Auch Fritz Gerlich, der sich mit seinen Äußerungen den Zorn der Nationalsozialisten zugezogen hat, warnt sie während eines Aufenthaltes in der Schweiz davor, nach Deutschland zurückzukehren. Er hält sich nicht an Resels Weisung. Sofort nach seiner Rückkehr nach Deutschland wird er von den Nazis inhaftiert und später in Dachau ermordet. Einen Mitstreiter Gerlichs kann Resel durch ihren Hinweis retten. Pater Ingbert Naab, Kapuziner aus Eichstätt, wird ebenfalls von den Nazis verfolgt. Professor Wutz und Resels Bruder gelingt es, ihn in einem württembergischen Kloster zu verstecken. Als sie nach Konnersreuth zurückkehren, berichtet ihnen Resel von einer Vision. Dann hat Resel gesagt, wenn ihr glaubt, ihr habt den Pater Ingbert in Sicherheit, da täuscht ihr euch. Die Gestapo hat bereits seine Spur und er wird in Kürze dort abgeholt werden. Wir sind natürlich sofort losgefahren und haben versucht, ihn also jetzt auseinanderzubringen, was natürlich für einen Kapuzinerpater in der Zeit ein großes Problem war. Resel besorgt dem Kapuzinerpater Zivilkleidung und einen Pass. Mit geschnittenem Bart gelingt es, ihn in die Schweiz zu bringen. Auf dem Rückweg bestätigt sich die Warnung der Resel. Und wie wir hingekommen sind, haben die Paters gesagt, habt ihr einen Dusel gehabt? Ich war noch kaum 2 Stunden weg, war der Gestapo schon hier und hat das ganze Klösterl am Kopf gestellt. Auch die Fähigkeit der Resel, derartige Hinweise zu geben, spricht sich schnell herum. Pfarrer Naber erhält so viele Anfragen, dass er Zettel mit der Aufschrift drucken lässt. Konnersreuth ist kein Auskunftsbüro. Die Nazis versuchen unterdessen mit immer deutlicheren Angriffen, sie lächerlich zu machen oder sie als Kropf am Volkskörper zu verunglimpfen. Immer wieder wird auch eine erneute Untersuchung in einer neutralen Klinik gefordert. Resel hat dazu bereits ihre schriftliche Einwilligung erteilt. Als aber selbst Kardinäle davon abraten, weil die Nazis wiederholt unliebsame Personen in Kliniken verschwinden ließen, verweigert Resels Vater die Zustimmung. Gegen Kriegsende gerät Konnersreuth, wo sich eine SS-Einheit verschanzt hat, unter schweren Beschuss. Durch die Granateneinschläge gerät auch das Gebäude über dem Keller, in dem Resel Zuflucht gesucht hat, in Brand. Geistesgegenwärtig rettet sie in bereits brennenden Kleidern 12 Kinder aus den Flammen. Ein Drittel von Konnersreuth wird zerstört.
Als die Amerikaner einrücken, erkundigt sich der Befehlshaber sofort nach dem Wohlbefinden der Riesel. Die Soldaten zeigen ihr eine Karte, in der Konnersreuth rot umrahmt ist. Die Streitkräfte hatten die Anweisung, Konnersreuth so weit wie möglich zu schonen. Wie sehr die Riesel weltweit bekannt ist, zeigt sich in den folgenden Jahren an dem erneut einsetzenden Besucherandrang, vor allem an den Karfreitagen. Tausende kommen. Die Besucherströme werden immer unerträglicher. Die Eltern, die trotz Riesels Berühmtheit bescheiden leben wie zuvor, können kaum mehr arbeiten. Von überall her kommen Omnibusse. Am Karfreitag gelingt es nur noch einem großen Polizeiaufgebot, ein Chaos zu verhindern. Zusammen mit amerikanischen Soldaten versuchen die Beamten, den Besucherstrom zu kanalisieren. Jeweils 8 Leute werden in das Zimmer der Riesel vorgelassen. Das war zum Teil ja so stark, dass man das Haus oft auch die ganze Nacht durch belagert war, dass wir Geschwister nicht durch die Haustür raus konnten, sondern meist irgendwie durch ein Küchenfenster ins Freie gelangen konnten. Das war für uns eine furchtbare Zeit und vor allem die Mutter hat oft gejammert, hat oft gesagt, mein Gott, es war eine schlimme Zeit, wo die Riesel die 5, 6 Jahre gelähmt war, aber man hat doch wenigstens ein Verhältnis zur Riesel gehabt. Jetzt mit den Besuchern weiß man überhaupt nicht mehr, wo die Riesel hingehört. So schwer die Familie auch unter dem Massenandrang leidet, so ist es doch weit mehr als Sensationsgier, was die Menschen nach Konnersreuth treibt. War auch interessant, wenn man die Besucher so beobachtet hat, wie sie vom Leidensbett der Riesel runtergekommen sind, die Treppe. Das ist selten einer gewesen, der nicht Tränen in den Augen gehabt hat. Waren alle sehr ergriffen. Unzähligen Menschen verhilft das Leiden der Riesel zur Auseinandersetzung mit der Passion Christi. Anderen ist sie ein lebendiger Beweis für die Echtheit der biblischen Texte. Ja, mir hat sie doch die ganz große Sicherheit im Glauben an das Leiden Christi, an das Leben Christi. Mir hat sie schon eine große innere Stärke vermittelt, eine religiöse Stärke. Pfarrer Naber hat uns als Schulkinder auch schon zu diesem Leiden hingeführt und wir konnten auch längere Zeit dort bleiben und das beobachten und das war natürlich für uns schon sehr eindrucksvoll und hat uns sehr wirklich beeindruckt und auch mitgenommen und teilweise auch erschreckt. Riesel selbst erträgt das um sie gemachte Aufsehen, ganz ihrem Grundsatz verpflichtet, Seelen zu Christus zu führen. Sagte ihr doch einst die Stimme der heiligen Theresia, dass durch das Leiden mehr Seelen gerettet werden als durch glänzende Predigten. Dennoch gibt sie immer wieder zu verstehen, dass sie viel lieber ein Leben in der Abgeschiedenheit eines Klosters geführt hätte. Immer wieder bittet sie den Heiland, die körperlichen Leiden anderer an deren Stelle übernehmen zu dürfen. Dabei nimmt ihr Körper jene Krankheitssymptome an, die vorher einem anderen das Leben verleidet haben. Riesel geht auch dorthin, wo Menschen Zuspruch brauchen. Die Konnersreuther holen sie ganz selbstverständlich, wenn jemand schwer erkrankt ist. Riesel pflegt und hilft, wo sie kann. Auch Sterbende begleitet sie in ihrer letzten Stunde. Während des ganzen Jahres kommen Menschen zur Riesel, bitten sie um Hilfe, erfragen ihren Rat. Kam jemand, um sich bei ihr zu bedanken, so verweist sie ihn auf die allein vom Herrgott kommende Hilfe.
Auch in unzähligen Briefen wenden sich Menschen an sie. Obwohl ihr das Briefeschreiben Schmerzen bereitet, beantwortet sie bereitwillig die Anliegen der Menschen aus aller Welt. So sehr Resel mit anderen ihr Leid teilt, so sucht sie doch das Leiden nicht. Sie sagt, das Leiden kann niemand gern haben. Auch ich habe es nicht gern. Kein Mensch hat den Schmerz gern und ich bin auch ein Mensch. Auch der Resel wird es zu viel. Sie lehnt sich auf. Ich kann nimmer. Ich mag nimmer. Sie nimmt das Leiden aber an. Umso mehr freut sie sich über das Schöne. Wenn man so viel auszuhalten hat wie ich und den Beruf hat, so vieler Menschen Sorgen und Leiden anzuhören, dann ist man froh und dankbar, wenn man einmal über einen harmlosen Scherz lachen kann. Und zu einem Scherz ist sie immer aufgelegt. Ihre Kindlichkeit bewahrt sie sich bis ins Alter. Also ich weiß, dass sie eine sehr lebenslustige, temperamentvolle Frau war, die manchmal meiner Mutter was ins Ohr geflüstert hatte und dann lachte und lachte. Und es war schon schwer, sie manchmal zu verstehen, weil sie ja einen Dialekt sprach. Aber sie war sehr spontan, herzlich und war manchmal zu einem Ulk immer aufgelegt. In ihrer Familie und bei Bekannten ist die Resel für viele Kinder die Taufpatin, um ihnen fortan in besonderer Weise verbunden zu bleiben. Eine Betschwester, eine verschlossene Mystikerin, ist sie trotz der außergewöhnlichen Vorgänge nie gewesen. Aber sie war nicht übertrieben irgendwie, sagen wir, wie man so schlechthin sagt, bigott, eindeutig, einseitig. Das konnte der Resel nicht nachweisen. Im Gegenteil, sie war sehr natürlich, wie gesagt, sie war viel in der freien Natur, sie hat viel in der Natur gearbeitet, ihre Gartenarbeit war ihr sehr wichtig. Und man konnte nicht sagen, dass die Resel irgendwie Kirchenläuferin gewesen wäre. Resel ist trotz ihrer Berühmtheit die einfache Konnersreuther Schneiderstochter geblieben. Und im Übrigen hatte sie eine so gewisse pfiffige Art, so eine gewisse Bauernschleue. Sie hat die Leute sehr rasch durchschaut, was der will und was jener will. Und insofern hat man gesagt, der kann es nichts vormachen. Also sie war nicht eine völlig weltfremde, entrückte, sondern sie stand völlig im Rahmen. Besondere Freude hat Resel an der Natur. Am liebsten ist sie draußen. Wo immer es geht, versucht sie, sich nützlich zu machen. Ihren Garten pflegt sie mit Hingabe, ihrer Familie hilft sie selbstverständlich auf dem Feld. Bei der Arbeit zeigt sich immer wieder ihre besondere Vorliebe für Tiere. Den liebevollen Umgang mit Pferden hat sie von Jugend auf gelernt. Sie hat ein eigenes Pferd, das sie selbst einspannt, um damit auch Kranke zu besuchen. Auch bei den Baumaßnahmen ihrer Verwandten ist sie selbstverständlich dabei. Sie hilft beim Betonieren der Fundamente ebenso wie beim Verteilen der Brotzeit. Besonders gern hat sie Reisen, an den Rhein ebenso wie in die Berge. Auch die neu entstandenen Blätter der Nachkriegspresse widmen sich in reißerischer Aufmachung dem Phänomen von Konnersreuth.
Immer wieder wird versucht, Resel als eine Lügnerin darzustellen. Jene, die Resel tagtäglich erleben, kann dies nicht erschüttern. Ich zumindest kenne niemanden, der daran zweifelt, dass die Ereignisse um die Resel echt waren. Natürlich kann ich mir vorstellen, und das ist mir auch bekannt, dass Auswärtige daran zweifeln. Vor allem sind es aber solche Leute, die nie in Konnersreuth waren, aus der älteren Generation, die also die Resel nie kennengelernt haben. Alle eigentlich, von denen ich weiß, dass sie in Konnersreuth waren, sind zum Teil als große Skeptiker nach Konnersreuth gefahren und sind dann als Bekehrte wieder zurück von Konnersreuth weggefahren. Ich kenne ja die Resel schon seit 1926 und ich war wohl einer der Ersten, der damals einer Passionsextase beiwohnte, und ich war damals schon sehr angetan von diesen Phänomenen, die für mich auch etwas Neues bedeuteten. Und ich hatte damals schon, obwohl ich noch jung war, den Eindruck, dass die Dinge nicht gespielt und gemacht waren, sondern dass es sich hier wirklich um ein echtes, übernatürliches Phänomen handelt. Immer wieder wird auch versucht, ihre Stigmen mit Hilfe der Psychologie zu erklären. Alle körperlichen Erscheinungen würden nur ihrer Fantasie entspringen. Von Autosuggestion, von Hypnose und Hysterie ist immer wieder die Rede. Als Resel darauf angesprochen wird, meint sie nur: Bilden Sie sich mal ein, Sie seien ein Ochs. Wachsen Ihnen dann Hörner? Diese Art Antworten zu geben, ist typisch für Resel. Sie ist nicht aufs Maul gefallen. Ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, sie war nicht der Typ einer hysterischen Frau, sie war nicht der Typ einer sehr beeinflussbaren Frau, sie wusste, was sie wollte. Ihre Kontakte, die ihr bald Eingang in höchste Kreise gewähren, nutzt sie geschickt dann, wenn sie der Meinung ist, hier könnte sie jemandem helfen. Als die Konnersreuther Pfarrkirche ein neues Kreuz erhalten soll, bittet sie befreundete Militärs, das tonnenschwere Kreuz mit einem Hubschrauber auf die Kirchturmspitze zu heben. Im Beisein des ranghöchsten Generals in Deutschland, General Farrell, wird ihr die Bitte gewährt. Resels Engagement beschränkt sich aber nicht auf das Verschönern der Kirche innen und außen. Es geht ihr um die Kirche als Ganzes. Besonders am Herzen liegen ihr Priester. Unweit von Konnersreuth liegt das alte Gut Fockenfeld, wo sie als Kind gearbeitet hat. Als sie vom Verkauf des Anwesens erfährt, will sie es in ein geistliches Haus verwandeln. Wir dürfen sagen, ohne Therese Neumann gäbe es die spätberufene Schule Fockenfeld nicht. Sie hat uns aufmerksam gemacht auf dieses Haus, auf dieses Schloss, und sie hat uns auch bei der Finanzierung geholfen. Und dann, wie das Haus umgebaut war, für eine Schule geeignet, hat sie immer noch engen Kontakt mit uns gehalten. Sie hat bei allen Festen teilgenommen und als gute Gärtnerin hat sie uns auch geholfen, die Außenanlagen in der rechten Weise zu pflegen. Über 300 Priester und eine Vielzahl kirchlicher Mitarbeiter sind bereits daraus hervorgegangen. Ohne Resel gäbe es die Schule nicht. Und noch eine weitere Einrichtung, die den Markt Konnersreuth prägt, verdankt der Resel ihr Entstehen. Als Resel erfährt, dass der Regensburger Bischof Rudolf Graber ein Anbetungskloster wünscht, geht sie ohne zu zögern ans Werk. Wieder findet sie einen Wohltäter. Auch hatte sie schon Kontakt zu Regensburger Karmelitinnen aufgenommen, die noch heute zusammen mit alten Menschen, die im Haus wohnen, ohne Unterlass für die Anliegen der Diözese beten. Am 13. September 1962 bestellt sie ihren Bruder Ferdinand nach Konnersreuth mit der Bitte, ein Maßband mitzunehmen, um das Grundstück für das Anbetungskloster zu vermessen. Sie verhält sich anders als sonst und bedrängt nach getaner Arbeit den Bruder zu einer Unterredung. Der Resel ist dann schon während der Motor schon angelaufen war, aber sie hat dazu die Beifahrertür aufgerissen, hat sich reingesetzt und hat mich bei der Hand genommen. Er hat gesagt, nein, ich muss dir jetzt etwas erzählen, und hat dann eben über die Verstorbenen gesprochen.
dass wir ihnen mehr helfen müssen und dass wir ihnen viel zu wenig Gutes tun. Und drei Tage später, das war kurz vor meine letzte Begegnung mit der Riesel, drei Tage später ist sie ja dann verstorben. Am 15. September reißt Riesel in ihrem Zimmer das letzte Kalenderblatt ab. Schon seit Tagen klagt sie über Atemnot und Herzbeschwerden. Um die Mittagsstunde des 18. September 1962 verstirbt Therese Neumann in den Armen ihrer Schwester. Man bahrt sie auf. Tausende nehmen Abschied. Trauertelegramme kommen sogar aus Japan. Pfarrer Naber, dessen Leben wie kein anderes durch die Riesel geprägt war, sagt noch kurz vor seinem Tod 5 Jahre später, dass er mit seinem Leben für die Wahrheit der Ereignisse an der Riesel eintreten würde. Bis zum heutigen Tag künden Tafeln an ihrem Grab von Menschen, die sich ihr anvertraut haben. Für jene, die diese Dankesbezeugungen hier aufstellen, steht fest, Riesel hat geholfen. Ein Journalist hat Therese Neumann einmal genannt, die Tode, die weiterlebt. Und das müssen wir wirklich feststellen, dass mit ihrem Tod nicht alles aus war, sondern die Verehrung ging weiter. Das sehen wir an den vielen Besuchern, die an ihr Grab kommen. Es vergeht kein Tag, wo da nicht jemand da ist. Das sehen wir an den vielen Zuschriften und Briefen aus aller Welt mit Gebetsanliegen und auch Gebetserhörungen, die immer wieder kommen. Und wir haben auch schon über 40.000 Bittgesuche um Eröffnung eines Seligsprechungsprozesses aus aller Welt. Ich stamme aus einer bäuerlichen Familie und da war einfach der Bezug zu dieser einfachen Frau gleich hergestellt. Ja, mir fällt es ganz einfach leichter, wenn ich privat zu Hause in der Familie durch körperliches oder ja, seelisches Leiden manchmal betroffen bin. Und denke ich dann ans Leben der Konnersreiter Riesel, dass ich mit den relativ kleinen Problemen dann fertig werde. Die meisten sind natürlich auf sie aufmerksam geworden und das ist heute noch so durch die außerordentlichen Phänomene der Stigmatisation, der Nahrungslosigkeit, der Visionen, die sie hatte. Und sicherlich sind viele auch daran hängen geblieben. Aber wer sie selber persönlich kennengelernt hat und mit ihr sprechen konnte, der wurde sehr bald auch aufmerksam auf die Tiefe ihres Gottvertrauens, ihrer Hingabe. Und sie hat immer das als ihre Aufgabe angesehen, auf den Heiland aufmerksam zu machen, nicht bei ihrer Person stehen zu bleiben. Das hat sie als ihre Aufgabe angesehen, die Leute zum Heiland zu führen, damit sie etwas spüren durch sie von einer höheren Macht, die da in Konnersreuth hereingewirkt hat.